Bist du auf der Suche nach günstig bewerteten Dividendenaktien, die eine zuverlässige Dividende ausschütten, aktuell attraktiv bewertet sind? Dann bist du hier genau richtig. Bei der Unternehmen hat man hier einfach viel Potenzial für die Zukunft, einerseits vom möglichen Kursplus und andererseits auch von den möglichen Dividendensteigerungen, wie es du hier gesehen hast. Ich habe das zweite Unternehmen bereits selbst im Depot drinnen. Fun Fact, bei beiden Unternehmen zahlt man aktuell keine Quellensteuer, weil die in Großbritannien gelistet sind. Und beim zweiten Unternehmen, die Dividende, habe ich brav in Ben & Jerry's Eis dieses Jahr investiert. Deswegen habe ich kleine Hamsterbacken, aber komme direkt erstmal zum ersten Unternehmen zum Sprechen. Ich feiere den Namen schon mal extremst ab. Reckitt Benckiser. Crazy Namen einfach, also der bleibt irgendwie im Kopf drinnen. Reckitt Benckiser. Und auch der Sektor Verbrauchsgüter, ich liebe sie, weil wir müssen regelmäßig diese Verbrauchsgüter am Ende des Tages auffüllen. Zum Beispiel haben die Gesundheitsprodukte, Haushaltsprodukte, Hygieneprodukte und die Nahrungsergänzungsmittel mit im Sortiment drinnen. Aktuell 40.000 Mitarbeiter und man sieht das hier schon mal eingeblendet. Der Umsatz bzw. der Gewinn je Aktie ist relativ gleichbleibend für das Jahr 2023, 2024, 2025. Ich schaue mir das einfach wahnsinnig gern an. Hier hat man die Analystenschätzungen mit dabei und auch die Schätzungen des Unternehmens werden hier verarbeitet. Und da hat man einfach einen schönen Ausblick für die Zukunft und auch vom Umsatz her sehr interessant. Man hat diesen peu à peu jährlich steigern können. Mit der Nettomarge von 16% ist man hier wirklich gut unterwegs in diesem Sektor, meine ich zumindest. Kannst du mal gerne unten reinschreiben, was du von diesen Umsatzsteigerungen und Nettomargen hältst am Ende des Tages. Und der Free Cashflow mit über 2 Milliarden britischen Pfund ist auch sehr, sehr interessant auf jeden Fall am Ende des Tages. Was mir wichtig ist, vor allem jetzt in dieser Hochzinsphase, ist einfach, kann man einerseits die Schulden abbauen? Wie sieht es mit der Nettoverschuldung aus? Und da muss ich sagen, gefällt mir auf jeden Fall das Ganze auf den ersten Blick bei Reckitt Benckiser sehr, sehr gut. Von der Bewertung her hat man hier aktuell einen 16,3er KGV, eine Dividendenrendite von 3,5%. Und du siehst es, diese 3,5% gegenüber die Jahre zuvor sieht hier schon mal extremst interessant aus. Und jetzt kommen ein paar richtig schöne Sachen. Auch beim Buchwert sieht man es schon aktuell nur ein 3,8er Buchwert. Und Reckitt Benckiser kauft aktuell für insgesamt 1 Milliarde britische Pfund Aktien zurück. Und das ganze Aktienprogramm soll bis zum 30. Januar absolviert sein. Das ganz kurz der Hinweis, hey Leute, Newsletter komplett kostenlos, checkt das mal gerne ab, Link ist unten in der Videobeschreibung drinnen, jeden Freitag schicke ich euch ein Newsletter raus, extrem spannend, gerne komplett kostenlos anmelden. Und ja, auch Reckitt Benckiser bzw. die Analysten gehen davon aus, dass man hier in der Zukunft die Dividende steigern kann. Und ihr habt es ja schon mitbekommen gehabt, man kauft ja jetzt gerade für insgesamt 1 Milliarde britischen Pfund Aktien zurück. Und man muss ja sagen, auf die letzten 10 Jahre, habe ich jetzt den Aktienchart hier mal eingeblendet, wir sind doch echt, also von 2016 kann man sagen, eine schöne Seitwärtsphase. Und jetzt ist man eigentlich an der unteren Range angekommen und hier kauft man jetzt Aktien zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es richtig gut, dass man genau diesen günstigen Zeitpunkt vom Kurs her hat, dass man hier jetzt günstig Aktien zurückkauft, weil man dadurch proportional viel, viel mehr Aktien zurückkaufen kann. Und ich muss sagen, ich habe Reckitt Benckiser wirklich schon lange auf meiner Watchliste drauf. Und ihr kriegt es mit, ich bin on fire. Das heißt einfach, ich möchte hier auf jeden Fall gerne investieren, hätte jetzt aber nichts dagegen, wenn wir noch mal ein bisschen weiter runtergehen. Ich sage jetzt mal grob 10%, das wäre das wirklich absolute Ideal-Szenario für mich aktuell, obwohl Reckitt Benckiser schon auch noch relativ teuer bewertet ist, aber ich traue dem Unternehmen viel zu, ich mag die Branche und natürlich auch den Hintergedanken, dass man hier in England oder beziehungsweise Großbritannien keine Quellensteuer zahlt am Ende des Tages. Und wie gesagt, schreibt das mal gerne unten in die Kommentare rein, was du von dem ersten Unternehmen hältst. Und beim zweiten Unternehmen habe ich ja schon gesagt gehabt, ihr habt das Unternehmen selbst im Depot drinnen, habe die Dividende dieses Jahr brav in Ben & Jerry's reinvestiert und das Unternehmen hat tatsächlich insgesamt 11,4% Umsatz in Indien. Also man kriegt hier auch einen schönen Umsatzbeteiligung in Indien mit. Insgesamt verkauft man seine Produkte von Unilever in 190 verschiedenen Ländern und erreicht damit täglich 3,4 Milliarden Verbraucher. Und das sind halt einfach Zahlen. Sektor, hammergeiler Sektor.
Super Unternehmen, super Marken drinnen. Also hier gefällt mir einfach sehr, sehr viel. Außer der Verlauf des Gewinnes, die Aktie. Ihr habt es gesehen bei Reckitt Benckiser, der war deutlich besser. Bei Unilever ist der jetzt einfach nicht so schön, aber lassen wir jetzt einfach mal so im Raum drinnen stehen. Und auch der Umsatz, man konnte den zwar im Jahr 2022 richtig gut steigern. Jetzt hat man so eine, ja, ich sage jetzt mal, Seitwärtsphase tatsächlich drinnen dieses und auch, ich gehe jetzt persönlich davon aus, auch nächstes Jahr, womöglich kann man den Umsatz erst wieder besser im Jahr 2025 steigern, aber auch die Nettomargen, ihr seht es, Free Cashflow, da muss man sich definitiv nicht verstecken und auch immer sehr wichtig, mir ein persönlicher Blick auf die Nettoverschuldung, hier aktuell 23,6 Milliarden Pfund Verschuldung. Auch hier einfach immer ein Auge drauf werfen. Man darf das nicht außer Acht lassen. Und ich habe hier extra noch die Meldung mitgebracht. Und zwar ist die schon etwas älter. Die ist vom Jahr 2022, Anfang 2022. Und hier hat nämlich Unilever berichtet, dass man in den nächsten 2 Jahren insgesamt ein Volumen von 3 Milliarden Euro in den Aktienrückkauf investiert. Das ist quasi jetzt noch am Laufen. Und das sieht man auch hier in diesen Zahlen drinnen. Man kauft brav Aktien zurück, man hat einen Buchwert von 5,7, ist aber gegenüber der Vergangenheit etwas günstiger. Aktuelle Dividendenrendite 3,9%. Und ja, KGV brauchen wir jetzt gar nicht drum herum reden. Es ist, ja, genau, ihr kriegt es mit. Also ich habe Unilever bereits im Depot drinnen, möchte hier gerne nachkaufen und ich habe es gesehen gehabt, ich habe das extra eingekreist. Ihr hättet jetzt nichts dagegen, wenn es auch hier noch mal ein bisschen mehr bergab geht. 2, 3 schlechte Tage an der Börse und wir sind da unten und das würde mir persönlich sehr gut gefallen für meinen Nachkauf. Wie gesagt, Leute, schreibt es mal gerne rein, was ihr von Reckitt Benckiser hältst, was ihr von Unilever hältst, welche Aktien ihr als nächstes besprochen haben mögt und nicht vergessen, im Newsletter anzumelden. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder im letzten Depot-Update.